Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of Zelda. Jo, in der letzten Folge haben wir uns ja hier den Berg nach oben gekämpft und ja, wir sollen hier auf jeden Fall das dritte Amulett finden. Jo, und das werden wir jetzt mal versuchen, ne? Und los geht's hier, ne? Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Qualität wieder ein bisschen hoch gemacht. Ey, das ist so krass, Freunde. Ich schaue mir die Videos hier immer lokal an, sozusagen, also bei mir zu Hause. Und da ist nichts pixelig, nichts verschwommen. Und ich denke, boah, das passt auf jeden Fall, ne? Und dann lade ich die bei YouTube hoch und dann ist es da irgend so ein Kauderwelsch bei dem Regenwetter. Zum Beispiel, da sieht man es extrem, ne? Das ist einfach nur verschwommen und sieht einfach nur schlimm aus. Also man kann es ja auch noch gucken, ne? Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber ich finde es halt immer so schade irgendwie, dass ich das gar nicht so richtig einschätzen kann. Gut, ich habe dann auch schon hochgeladen, privat und so. Ein Testvideo und so. Da hatte ich eigentlich so gedacht, ja, das passt schon so. Ja. Jetzt habe ich das gesehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Quali noch ein bisschen höher gemacht. Für Super Nintendo geht das auf jeden Fall. Ist ja jetzt hier keine Auslastung, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, das passt jetzt einfach. Ne? Tut mir natürlich auch immer ein bisschen leid, wenn dann so verwaschene Videos da irgendwie... Aber man kann sie ja noch gucken, ne? Ich wollte euch bloß sagen, dass man das halt echt schwer einschätzen kann, irgendwie, finde ich. Jo. Achso, und eine Sache wollte ich eigentlich auch noch machen. Gut, die habe ich jetzt nicht gemacht. Die werde ich vielleicht für die nächste Folge machen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn der Link, also wenn wir getroffen werden, dass manchmal blinkt er und manchmal ist er aber komplett weg, ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Rayman 3 auch dieses Problem schon hatte, ne? Was? Verschlossen? Na, da brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Na, was für eine Überraschung. Bei Rayman 3 hatte ich auch dieses Problem gehabt, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich frage mich dann immer, woran es liegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch an diese Frame-Begrenzung liegt, die ich jetzt auch natürlich auf 60, also die steht bei mir standardmäßig auf 60, vom Grafikkartentreiber aus. Und ja, vielleicht liegt es daran, ne? Das würde ich dann vielleicht auch nochmal rausnehmen, das habe ich jetzt leider vergessen. Ja, machen wir in der nächsten Folge dann. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ich hoffe, die Quali stimmt jetzt einfach. Das ist irgendwie ätzend. Oh. So, haben wir auf jeden Fall schon mal einen normalen Schlüssel. Das ist ja auch nicht schlecht. Diamanten haben wir den ganzen Arsch voll. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mal raus, ne? So, und hier war aber mit dem großen Schlüssel, glaube ich, ne? Da brauchen wir jetzt nicht nochmal hin. David, ich bin es, der Dorfälteste, Zahasralla. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verlies, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Tipp. Ja, das hätte ich auch vorher schon mit Delay machen sollen. Bei den anderen Dingern, finde ich. Ist mir jetzt auch erst beim Durchgucken aufgefallen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich finde es auf jeden Fall cool mit den Stimmen. Also ich habe mir jetzt die ersten paar Videos mal angeschaut und so. Und ich finde, das macht auf jeden Fall schon was aus. Finde ich auf jeden Fall cool. Du hast die Karte. Drücke den X-Knopf, um deinen Standort festzustellen und einen Überblick zu bekommen. Ja gut, brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ne? Die benutzen wir dann einfach, wenn wir hier irgendwie
gar nicht mehr wissen, wo wir hin müssen. Oh, unsere Lebensenergie, ne? Wir haben nur noch... ich glaube, hier kommen jetzt... Ja. So eine Scheiße. Die müssen wir jetzt alle ausweichen. Nämlich am besten das Fass mal aus der Hand. Oder die Vase. Boah, Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, Mensch. Aber wir haben ja noch 2 Fäden dabei. Ich hoffe, die reichen. Upsa. Nein, nein. Oh, Mann. Obwohl, wir haben noch die Schuhe, ne? Aber die brauchen zu lange, bis sie überhaupt beschleunigen. Ich glaube, das dauert zu lange. Oh. 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 Nein. Nein. Gott. Vor allem, man muss das hier durchmachen, ne? Das ist echt krass irgendwie. Echt schwerer Raum hier. Kann man gar nicht flüchten, oder? Hier mache ich mal das so. Und so. Hat leider nicht funktioniert. Also ein paar Pfeile dabei zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, was? Schmeißen auch mit Knochen? Das haben die noch nie gemacht. Gibt's hier vielleicht ein bisschen Lebensenergie? Ach man. Magie ist halt zwar auch cool, aber die hatten wir ja jetzt schon voll. Ist da der große Schlüssel drin? Ja, der große Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Juhu. Jetzt sind wir wieder in diesem doofen Raum, ne? Ich hab echt Angst irgendwie. Ach du Scheiße. Das wäre krass, ne? Wenn das so abgesperrt wäre und dann die Kacheln kommen würden und man die alle durchstehen müsste. Das wäre übel. Ich wechsle mal wieder auf die Pfeile, ist mir irgendwie sicherer. Ja, hier kommen wir jetzt auch nicht rüber. Müssen wir nochmal zurück und den Schalter nochmal betätigen. Ach du Scheiße. Nein! Weil. Gibt's hier nicht irgendwo ein paar Fliegen oder so? Ich hoffe. Hier auf jeden Fall nützlich. Wir können auch noch mal rausgehen, aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel, würde ich sagen. Wir könnten höchstens noch mal zu den Dorfältesten. Der kann uns ja auch heilen. Wollen wir das vielleicht mal machen? Wenn man da schnell hinkommt, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so schnell hinkommt, wie weit es jetzt entfernt war. Ich habe hier auf jeden Fall keine Lust zu sterben. War das hier? Nee, hier war das nicht. Ach scheiße, verdammt. Es war noch weiter runter, ne? Hier die ganze Treppe, ne? Und dann müssen wir auch wieder die fetten Brocken hier ausweichen. Hier war das doch aber auch nicht. Wo war denn das? Oder da war das. Oh, das hat's ja jetzt echt gebracht. Jetzt brauchen wir die Dorfältesten gar nicht mehr. Ach, schade. Naja, ist nicht so schlimm, ne? Kann ja mal auch mal passieren. Jetzt müssen wir bloß wieder hoch, ne? Das ist halt. Und hier, ja, kann uns jetzt gar nicht mehr heilen, weil wir jetzt wieder volle Kraft haben. Alles daneben gegangen, verdammt. Naja, sei es drum, ne? Ist auch nicht so wild. Dann machen wir das hier nochmal und dann. Wir haben ja auf jeden Fall schon mal den großen Schlüssel, ne? Der wird uns ja nicht wieder weggenommen. Da haben wir ja auf jeden Fall schon mal einen kleinen Teil geschafft, ne? In Heras Turm. So.
Müssen wir mal gucken, ob da irgendwie in dem Turm da irgendwie Fäden irgendwo rumhausen. Das wäre auf jeden Fall praktisch, dass wir da nochmal zwei Fäden einsammeln können irgendwo oder so. Ich weiß es jetzt leider auch nicht so. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Endboss da kommt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier wieder in die Schattenwelt. Ja, der Hasenfuß David, ne? Da seht ihr mein wahres Ich. Ja, genau. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass meine normale Stimme, die ihr jetzt gerade hört, die ist gepitcht. Und zwar runtergepitcht. Und normalerweise habe ich so eine Stimme. Ja, das ist meine wahre Stimme. Aber merkt ja auch keiner, ne? Also von dem her. Ist schon in Ordnung so. Ich wollte mal auf die andere Seite gucken, vielleicht gibt es da irgendwas noch, was uns jetzt in der Notlage hier irgendwie weiterhelfen könnte. Nee, das sieht nicht so aus. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Hammer, den haben wir auch noch nicht. Ist ja Hammer. Dann stirb doch mal, du. Komisches irgendwas. Nee, schade, geht nicht. Ah, cool. Das ist nicht schlecht, ja. Gut, dann schauen wir mal, ob wir an den Schatz rankommen. Ich glaube, das war hier gewesen, ne? Ey, das ist aber... Boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie nichts abbekommen. Schon wieder ein Herz verloren. Gott. Ah, verdammt. Bams. Hau ab. Mach, dass du wegkommst. Miau. Schlüssel, das ist schon mal gut. Hier waren wir auf jeden Fall jetzt noch nicht. Das ist was Neues. Boah, immer nur diese Magie, ich will Herzen. Oder am besten, oh, am besten auch ein paar Feen. Das wäre auch ganz cool. Und den Haken, ich weiß nicht, ob wir den hier drinnen bekommen, weiß ich jetzt gar nicht so. Oder ob wir den auch vergessen haben. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Aber werden wir schon alles. Werden wir ja merken, wenn wir irgendwo nicht mehr weiterkommen. Und den Haken brauchen. Na komm her, du Bandwurm. Mistmade. Ja, das ist auch cool, dass man über die anderen Vasen auch drüber schmeißen kann und so. Das ist ein Schatz, der Kompass. Du hast den Kompass gefunden, damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. David, ich bin es, der Dorfälteste, Sahasrala. Ein guter Rat von mir. Ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das bitte nicht.
Okay, also hier gibt's die Mondperle. Okay. Aha. Brauchen wir doch den Haken dafür? Ich weiß es gar nicht so. Aber wir haben den ja nicht oder so und dann irgendwie von oben rauf. Das könnte vielleicht auch noch sein. Aber wir haben ja keinen Haken gefunden, ne? Oh. Frechheit. Üble Viecher hier. Oh. Ich will das Herz haben. Da kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir mal schauen. Irgendwie von oben würde ich eher drauf springen. Da sind auch... Oh. Da sind auch noch zerbrochene Wände. Ja, ich hoffe, die Musik ist nicht zu leise. Ich glaube, das geht schon so. Mit der Musik, das lasse ich so. Oh, oh, da ist der Kerkermeister. Scheinbar. Hoffentlich schaffen wir den mit unserer Lebensenergie. Aber vorher würde ich gern. Oh, vorher würde ich gern versuchen, nochmal irgendwie an die Mondperle zu kommen. Und tschüss. So, hier vielleicht. Oh, hier. Moment mal. Da sind auch. Zerbrochene Wände. Nee, das funktioniert leider nicht. Schade. Dann gehe ich mal hier runter. Mal gucken. Jo. Glück gehabt. Die Mondperle. Die Gestalt des Helden ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Yeah. Ist doch schon mal gut. Dann merkt keiner mehr so schnell, dass ich in Wirklichkeit ein Hasenfuß bin. Und da kommen wir ja gar nicht ran. Gut, dann versuche ich jetzt hier einfach den Kerkermeister zu besiegen. Bin mal gespannt, wer das ist. Oh je, ich sehe schon die Riesenmistbade. Ich weiß gar nicht, war es der Schwanz oder der Kopf? Ich glaube, der Schwanz, ne? Oh, oh, oh. Das Ding wird, glaube ich, auch immer schneller. Oh. Oh. Hat der uns einfach wieder runtergeworfen? Scheiße. Mist. Gleich nochmal. Hilft da irgendwas? Irgendeine Waffe ist bestimmt besser, irgendwie effizienter als das Schwert, aber die Bombe vielleicht ist auch nicht schlecht, aber die braucht ja viel zu lange, um zu zünden. Und das geht gar nicht, glaube ich. Dafür ist die Mistmale zu gut gepanzert. Schon. Oh, was? Du Scheißvieh! Ich geh gleich zur Entwurmungskur. Mann! Vor allen Dingen unsere Herzen da sind. Unser Herzen. Depot ist irgendwann noch aufgebraucht. Es wird immer schneller, das scheiß Vieh, und vor allem man weiß immer nicht so recht, wo das überhaupt hin will. Nein!
Oh, verdammt! Nein! Noch weiter runter, oh Gott! Verdammt, verdammt, verdammt! Nicht gut, nicht gut! Und hier gibt's überall keine Herzen mehr. Naja, waren ja vorher auch schon keine drin. Aber gut finde ich, dass die Gegner wenigstens wieder weg sind. Oder noch weg sind, ne? Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel so. Das ist wenigstens ein kleiner Vorteil. Und haben wir hier jetzt noch Herzen drin? Hier ist noch eins. Noch eins, noch eins. Ja, und hier ist auch noch eins. Okay, noch einmal haben wir voll. Scheiße. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Wand. Aber die klingt nicht so, als wäre... Aber kann ich ja mal versuchen. Nee. Ich weiß nicht, mit den Pfeilen... Ich würde ihn einfach den Schwanz abfackeln. Nee, aber ich glaube, es geht nur mit dem Schwert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich habe jetzt auch keinen Bock auf Experimente. Müssen wir doch schaffen hier, dieses komische irgendwas hier. Doch nicht. Ah, das wird eine geile Folge. Hm, Scheiße, keine Herzen mehr hier drin. Haben wir noch eine Fee? Ne, wir haben gar nichts mehr, ne? Ich meine, wenn wir sterben, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich glaube, wir haben dann trotzdem alle Gegenstände und starten nur vom Anfang von dem Turm. Da können wir ja dann auch wieder, aber die Monster werden auch wieder da sein dann. Und ja, dann müssen wir uns dann hochkämpfen, ohne Lebensenergie zu verbrauchen sozusagen. Aber ich bin auf jeden Fall noch guter Dinge, dass wir das hier vielleicht auch, wenn wir Glück haben, jetzt schaffen. Ich weiß gar nicht, wie oft man den treffen muss hier. Nur ein bisschen auch vorsichtig. Oh. Oh. Ah. Verdammt. Boah, nochmal. Das ist voll schnell, das Vieh. Oh. Oh, ich dachte, er lässt mich in Ruhe. Let me in Ruhe. Ah, geil. Zwei Leben, ey, das schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Obwohl, wer weiß. Irgendwann müssen wir das ja auch hier mal schaffen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist der altbekannte Drehwurm, wer kennt ihn nicht? Ne, haben wir alle schon mal gehabt, einen Drehwurm? Ja, yeah, wir haben es geschafft. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, wieder ein Lebensherz dazugekommen und das dritte Amulett, yeah. Ja, hätte man gar nicht gedacht, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht, aber schafft man sogar mit zwei Leben, mit zwei Herzen besser. Du hast das Amulett der Weisheit errungen. Geschafft. Du hast nun alle drei Amulette zusammen. Gehe jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Schup. Yeah. Gut, jetzt müssen wir natürlich auch hier wieder alles runterkommen. Aber
aber wenigstens haben wir wieder volle Energie, das wäre auch schon mal was. Und hier mit den Enterhaken, ich weiß nicht, ob der hier irgendwo versteckt war oder... Aber hier waren wir ja vorhin auch schon gucken, ne? Hier war ja auf jeden Fall nichts gewesen. Ist jetzt eigentlich auch blöde hier, das zu riskieren, ja. Oh, aber hier können wir ein paar Feen wenigstens sammeln, das ist ja auch schon mal gut. Kommt her, meine Lieben! So. Nee, aber der Enterhaken ist hier nicht, ne? Ist hier vielleicht da unten lang? Hm. Aber in dem anderen waren wir auch schon schauen, ne? Haben wir auch schon geguckt. Hier vielleicht noch. Hier könnte sein, dass wir hier noch nicht waren. Nee, ach so, von hier kommen wir, glaube ich. Ja. Die kann man hier gar nicht besiegen, ne? Ist auch irgendwie. Kann ich auch nicht wegschieben. Komme ich hier nicht durch. Auch ein bisschen blöd. Ja gut, die, aber den bekommen wir noch nicht hoch. Boah. Und wo geht's hier lang? Ja, hier brauchen wir den auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ich mich irre und dass es den hier gar nicht gibt. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Versuchen wir eher mal wieder hier wegzukommen. Ins Dorf. Wie hieß es? Kukikaki? Kikikruku? Oder nee, irgendwie so. Oh nein! Egal, wir haben ja zwei Feen jetzt eingesammelt. Kakiruki oder irgendwie sowas. Da gab es doch irgendwie so einen Weg dahin. Wo war der? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, hier den Weg oder... Es gibt ja eigentlich zwei Wege, ne? Aber vielleicht kommen wir bei den einen auch wieder nicht zurück oder so. Weiß ich alles nicht. Ich laufe einfach den Weg jetzt. Ich hoffe, ich verpasse dadurch jetzt nichts. Auf jeden Fall wurde uns ja gesagt, wir sollen jetzt in die verlorenen Wälder und das Masterschwert suchen. Das werden wir dann auf jeden Fall auch noch machen. Jo. Ach, hier kommen wir gar nicht hoch. Ach, schade. Alles umsonst hier gemacht wird. Wirklich diesen Weg nach Kukikaki nehmen. Die Mondperle ist ein Talisman für Helden, die sich in der Schattenwelt begeben. Mit ihr kannst du auch dort deine menschliche Gestalt bewahren. Du bist der Held, auf den ich so lange gewartet habe. Bitte rette die Mädchen. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist die Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Okay. Gut. Ich dachte, es wäre jetzt was Neues gewesen, aber ich glaube, das hat er davor auch schon erzählt gehabt.
Schalons. Achso, das hätten wir noch ausprobieren können, ne? Mit Rennen. Weiß ich nicht, ob man damit auch Mauern zerstören kann. Aber gut, wir haben es ja geschafft, ne? Finde ich ja auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen mit zwei Herzen, ne? Da hätte ich jetzt. Kakariko. Okay. Versuchen wir mal wieder nach Kakariko zu kommen. Licht am Ende des Tunnels. Yeah. Ah, hier ist wieder so ein. Obwohl, brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir können ja schon gar keine mehr einsammeln. Das hätte ich niemals gedacht. Geht's jetzt hier wieder? Nee, das wollen wir natürlich nicht. Nee, ich habe mich nur gewundert, weil der Stein davor war. Ob das irgendwas war, wo wir noch nicht waren. Deswegen. Achtung, Lebensgefahr. Betreten des Todesberg streng verboten. Jo, und ich will mal jetzt hier hoch zu den Holzfällern. Die haben mir erzählt, irgendwas Ritsche-Ratsche ist an dem Baum. Der ist so morsch oder so. Und wir haben ja jetzt den Spiegel und die Mondperle und das Coole ist jetzt, wir können jetzt sozusagen die Schattenwelt betreten, wenn man das ja kann. Achso, das geht gar nicht, geht nur mit den Teleportern. Ich dachte, das geht auch irgendwie so. Vielleicht fehlt uns da was. Na, auf jeden Fall, wir haben ja die Mondperle und wenn wir jetzt die Schattenwelt betreten, dann sind wir immer noch mit Schwert ausgerüstet, also so wie in der normalen Welt halt, also nicht dieser Hasenfuß. Und ja, da können wir uns dann viel besser umschauen und auch Steine hochheben und so eine Sache, ne? Da sind wir auf jeden Fall flexibler jetzt in der Schattenwelt. Achso, ich dachte, die kann man echt mit dem Spiegel betreten, irgendwie. Irgendwie war mir so, dass man die dann irgendwie auch jederorts betreten kann, die Schattenwelt. Also überall dann irgendwie. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. So, auf jeden Fall sollen wir ja jetzt zu dem verlorenen Wald. Und ich glaube, hier gibt es zwei Eingänge. Einer hier so und einer hier unten bei dem Dorf Kakiriko. Ich habe Kakiriko. Ja, und ich weiß jetzt nicht, welcher Eingang der richtige ist. Ich werde jetzt einfach mal aus Bequemlichkeit den hier an der Seite nehmen, weil wir hier uns schon befinden. Und dann haben wir wenigstens einen. Mann, du Scheißvieh, verpiss dich! Und dann haben wir wenigstens schon mal eine Möglichkeit, erledigt, sozusagen. Da ist es ja, das Masterschwert. Hurra, das Masterschwert. Oh nein, doch nicht, schade. Ich dachte schon. Ist ja auch gemein, ich sehe das Vieh gar nicht. Hat es Angst vor mir, oder? Oh, ein Geheimgang. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo ich hin muss. Müssen wir mal schauen. Aber Geheimgänge nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Oh, ein Herz. Jetzt haben wir wieder einen Container voll. Kriegen wir wieder ein Herz dazu. Oh, das sieht schon mal gut aus. Also, besser als am Anfang. Ja. Hey du, was willst du denn hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande.
Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch etwas sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ist es vielleicht dieser komische Kauz? Der andere Bandit hatte auch schon davon gesprochen, glaube ich. Aber wer soll das denn sein in der Wüste? Ist das der Kauz? Ich weiß nicht so genau. Gut, nochmal brauchen wir ja da nicht reingehen. Ich glaube, wir müssen auch uns eher links halten. Mal schauen, ob wir rankommen. Also auf jeden Fall ein Pilz. Taratatam. Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drücke den Y-Knopf, um ihn wegzugeben. Jo. Ein Stinkepilz. Können wir wieder im Kochtopf schmeißen oder irgendwie so. Wieder einen Schlaftrunk draus machen. Keine Ahnung. Oh, wir haben es geschafft, yeah! Fisch auch voll süß mit den Tierchen hier und so. Keine Ahnung. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Okay, los, zieh raus! Yeah, Magic! Zieh es raus! Yeah! David, ich bin es, Sazralla. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert erhoben hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt allein in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Okay. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Jetzt hat sich der Nebel hier irgendwie verzogen. Ist ja auch nicht schlecht. David, Hilfe, die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! War das die Prinzessin? In heiklen Situationen ist immer ein bisschen schwierig mit dem Umschalten dann. Aber es geht eigentlich noch. Also hier ist noch so ein Pilz. Wie viel kann man denn da einsammeln von? Fliegenpilz. Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Müssen wir da jetzt wieder zurück zur Kathedrale, oder wie? Da, wo der Priester war. Ich habe keine Ahnung. Machen wir das mal, ne? Wenn uns das schon so vorgegeben wird, ne, dann wird das schon so sein. Ja, das ist das Coole an dem Master Schwert. Wenn wir volle Energie haben, dann kann man damit auch schießen. Ist auch cool. Ja. Da kann uns keiner mehr was. Aber wie gesagt, das ist nur, wenn wir volle Energie haben. Also sobald wir irgendwie ein, zwei Herzen verlieren, dann war es das auch. Moment mal, hier waren doch auch noch ein paar Steine. Wie kann man so viel einsammeln? Wir werden sicher die Hälfte vergessen. Aber hier zum Beispiel. Krieg ich den hoch? Nee, ich krieg ihn nicht hoch. Schade. Na, dann muss es so weitergehen. Also wie gesagt, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal zur Kathedrale gehen.
weil man uns das einfach so auch gesagt hat. Was steht hier? Dorf Kakariko. Okay. Die ist doch hier, oder? Ja. Mal gucken. Oh, der Priester. David, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Wow, wow, wow. Burgturm? Ist es da, dort, wo wir eben schon waren? Oder wo ist der Burgturm? Ja, das kann ja eigentlich nur da sein, oder? Uch, nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte hier mal gucken. Ob hier irgendwas war. Da! Aber das ist doch nicht der Burgturm. Für mich wäre doch das eher der Burgturm. Aber gut, dann gehen wir dahin. Ist ja ein Katzensprung, würde ich sagen. Jo, aber Freunde, jetzt sind wir wieder bei 41 Minuten. Wir haben ja ein bisschen was geschafft, ne? Wir haben das Master-Schwert geholt. Wir haben das dritte Amulett geholt davor. Und wir haben irgendwie auch noch einen Pilz eingesammelt. Haben wir ja auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich, wie gesagt, ich hoffe, die Quali von den Videos, die stimmt jetzt und passt jetzt auch. Wie gesagt, wenn ich mir die lokal hier anschaue, die Videos, auch die ersten paar Folgen schon, da war überhaupt nichts verschwommen oder überhaupt nichts verpixelt. Ja, ist schon ein krasser Unterschied zwischen, ich schaue es mir hier auf meine Festplatte an und ich lade es bei YouTube hoch. Da muss ich mal noch ein bisschen herausfinden, woran das liegt. Und für die nächste Folge werde ich auch mal die Frame-Begrenzung rausnehmen. Dass das mit dem Geblinke vielleicht dann auch wieder passt, dass der nicht einfach so verschwindet, wenn der blinkt. Jo, und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Also, ich hoffe, ihr seid auch mit mir gespannt, was uns da in dem hier in der Burg erwartet. Obwohl, eine Burg ist es schon, ne? Aber Burgturm, da hätte ich jetzt eher. Aber das ist ja Herastrom, ne? Muss man hier erstmal klarkommen mit den ganzen Orten. Es sind zwar nicht so viele, ne? Aber ja, wir werden auf jeden Fall noch merken. Ja, also es gibt ja die richtige Welt und die Schattenwelt, ne? Und in der Schattenwelt gibt es dann eben auch nochmal die ganzen Orte, ne? Oh, schade. Von dem her, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Seht ihr, jetzt haben wir ein bisschen Energie verloren und jetzt kann ich das schon gar nicht mehr benutzen. Also benutzen schon, ne, aber ich kann damit nicht mehr Magie abschießen oder was auch immer das ist. Jo, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Abonniert mich ruhig, dann verpasst ihr keine Folge. Oder lasst auch gerne ein Like da, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns morgen, ne? Macht's gut, Freunde, bis dann. Tschüss.